Schinkenwurst, ne? Vielleicht gibt es auch reduzierten Erdbeerkäse. Und zwar haben wir beim ersten Laden... Boris, wir haben gerade Essen für eine ganze Fußballmannschaft bekommen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir so viel Essen bekommen. It's me! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella, hinter der Boris ist Kamera. Was geht, Leute? Und wir haben uns was Cooles ausgedacht. Und zwar werden wir uns heute einen Tag nur von Sale-Produkten ernähren. Also Dinge, die reduziert sind. Wir leben das Broke-Life und deswegen holen wir uns heute nur Essen, was günstig ist. Let's go to Netto. Hoffentlich sind die heute nett und haben was Reduziertes für uns am Start. Hier befinden sich meistens eigentlich schon reduzierte Sachen. Das sehe ich immer, wenn ich abends einkaufe. Weil Obst wird manchmal, ne, faul. So wie ich. Und dann wird es einfach reduziert. Wollen wir das nehmen? Was ist das? Nein. Nektariner, die lassen wir einfach mal da. Oh, ich sehe 50% Schilder. Was haben wir mit Blumencamp? Essen! Spaß. Das Gute ist, dass man sofort sieht, was alles reduziert ist, weil es einfach sofort mit so einem fetten Neon-Orangen-Sticker beklebt. Okay, alles gut. Ich nehme es doch nicht. Butter ist doch schon mal eigentlich gar nicht so schlecht, oder? 30%. Zeig mal. Natürlich an Omega-3, da können wir schon ein bisschen Butter löffeln. Hier Leute, sowas zählt übrigens nicht, weil das sind einfach nur Aktionssachen. Also die wurden nicht reduziert, sondern es ist einfach eine Aktion. Ja, es muss schon einen richtigen roten Sticker haben. Jo, jo, jo. Ein Fluhu. Aber nur der eine, oder? Alle dann dahinter auch. Oh, einer, ich nehme mit Zitrone. Einer reicht. Nicht du ein, ich ein? Nein, einer reicht. Das ist aber schon. Da auch übrigens. Oh. Warum? Warum? Aber dann nehme ich lieber einen Fruit. Ja, auch noch. Wow, alles ist reduziert. Wollen wir nicht einen Tag Joghurt essen machen? Ich habe was krass. Ich habe noch was Krasses gefunden. Ja, das brauchen wir nicht. Pfeff als Aufstrich, wenn wir reduziertes Brot finden. Und, oh, wow, 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 wow. Vielleicht können wir grillen. Oh ja. Das ist schon mal reduziert. Vielleicht finden wir Fleisch, das reduziert ist. Hier ist wirklich viel reduziert. Schinkenwurst, ne? Vielleicht gibt es auch reduzierten Erdbeerkäse. Was natürlich mega interessant ist, was wir am Ende berechnen werden, ist, wie viel wir dann tatsächlich gespart haben, als wenn wir das normal gekauft hätten. Da bin ich richtig gespannt drauf. Was schätzt du? 6. 6? Dann sage ich 7. Damit es richtig spannend bleibt. Oh, niemals. Boah, das ist so ein Abfallburger. Ja, also da muss ich sagen, sieht der richtig krass drauf aus, ne? Oh, 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 ich sehe richtig viele rote Sticker. Oh yeah, das sieht gut aus. Oh Gott, hier ist es offen. Ich bin hier gerade fast reingefallen. Oh, hier ist. Stickers, Stickers. Das sieht krank aus. Die nehmen wir auf jeden Fall. Dann grillen wir heute, oder? Ey, wir sind so Soulmates. Und hier noch so Schweine, Hähnchen, Nacken, Hähnchen. Ja, meinst du? Schweineputen, Rindersteaks. Natürlich. Das ist schon ganz schön viel, ne? Ja. Natürlich. Okay. Ja, gut. Oh yeah, das ist doch was für uns, oder? Babysachen. Babysachen ist gut für Festivals, wurde mir gesagt. Okay, da ist leider nichts dabei, was wir gebrauchen können. Hä? Wir brauchen doch noch was zu trinken, oder? Aber ich habe noch eine Idee. Wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal in einen anderen Supermarkt und decken uns damit ein. Das schmeckt sehr reduziert, muss ich sagen, ne? Wollen wir nicht mal einen Tag nur fettreduziertes Essen essen? Boah, krass, krass. Heftig. Sah gut aus? Ja. Den Bon habe ich natürlich aufgehoben. Und zwar haben wir beim ersten Laden 4,20 Euro gespart. Wir haben richtig gute Sachen. Ja. Lol. Er hat gerade die Flasche aufgemacht und alles ist explodiert. Das passiert mir auch immer. Hey, weißt du, was mir aufgefallen ist? Nein. Okay. Dass ich schön bin? Nein. 30.06. 30.06. 30.06. Was hat das zu bedeuten? Oh mein Gott! Was hat das zu bedeuten? Dass dein neuer Song am 30.06. kommt. Nein, kommt es nicht. Das läuft ja morgen ab. Oh mein Gott. Jetzt wisst ihr, wann wir das Video gedreht haben und wann es online kommt. Aha. Vorgedreht. Fake YouTuber. Aha. Ich habe die Hähnchenmedaille und Spieße aufgeschnitten. So, es wird echt jetzt sofort mal Zeit zum Grillen. Wir grillen zum Frühstück. Hast du das schon mal gemacht? Jeden Sonntag, ne? Ah, immer wieder sonntags grillen wir zum Frühstück. Aber man muss sagen, es ist schon Mittag, Leute. Also es ist ja, wir frühstücken YouTuber live. Wir stehen erst um 14 Uhr auf. Das stimmt nicht. Ich stehe mal früh auf und Marie schläft. Oh, ich stehe um 9 auf, Kim. Und ich um 6:30. Also let's go, meine Freunde. Ja, links oder rechts drauf? Mega. Ach, das ist auch Hähnchenspieß? Ja. Also haben wir heute nur Hähnchen am Start. Hähnchen. Ja, Mann. Oh, das sieht gut aus. Also reduziertes Essen ist echt nicht schlimm. Normal nicht. Ich meine, ist ja eigentlich nur ganz normales Essen. Außer, dass das halt gleich abläuft. Und wir es retten. Niemals Grillmeisterin, das kann ja nicht werden. Ha, 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 ha. Ja, super, Kim. Ey, das sieht so geil aus, Leute. Das Brot wird auch so lecker.
Grillmeisterin Tim. Was? Jeff? Ja, genau. Unser Fleisch ist braun. Bist du braun, kriegst du Fleisch. Oder Fleisch halt, ne? Also, bist du ready to food? Immer. Dann lass ins Zimmer, oder? Ich dachte, wir essen draußen. Es ist unnormal heiß, ich kann da nicht essen. Okay. Okay. Ich möchte noch eine Ansprache halten. Das Buffet ist eröffnet. Guten Appetit. Danke schön. Gerne. So, erstmal kurz hier ein Stückchen tasten, ne? Schmeckt wie normales Essen, war ja auch klar. Deswegen, guten Food. Wir haben fertig gefoodet und jetzt bin ich auf jeden Fall ganz schön durstig. Deswegen, gönne ich mir auf jeden Fall mal ein Bierchen, ne? Ups, ein bisschen gekleckert. Wir schneiden jetzt erstmal noch ein paar andere Videos. Work, 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 simidumi, der, 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 der. Wenn wir nachher noch ein bisschen hungrig sind, würde ich sagen, gehen wir einfach noch mal zu Rewe und schauen, was es da noch so Reduziertes gibt. Wir haben eben Mittag gegessen, das war auf jeden Fall schon mal mega nice. Und jetzt mittlerweile ist wieder so ein kleiner Hunger entstanden. Deswegen machen wir uns jetzt auf die Suche nach so einem kleinen Sneeze-Snack. Und dafür gehen wir zu Rewe. Da gibt es immer so eine Kiste, da ist alles sneaky reduziert. Let's go! Und zwar müssen wir heute Abend ja auch noch Abendbrot essen und ich habe mir da was rausgesucht. Das ist eine App, die heißt Too Good To Go. Wenn Ladenschluss ist, bevor die das halt wegschmeißen, bekommt man das einfach für einen günstigeren Preis und das machen wir. Und zwar kaufen wir uns so eine Backwerktüte. Man bekommt einfach halt eine Überraschungsportion, also man weiß gar nicht, was früher drin ist. Wir holen uns die jetzt und dann müssen wir die auf jeden Fall zwischen 19 und 19.20 Uhr abholen, dann wenn der Laden wahrscheinlich gerade sauber macht. Bis wir das abholen können, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ich bin auf jeden Fall ready für einen kleinen Sneeze-Snack. So, Maurice, guck mal zur Kasse, das ist alles reduziert einfach. Karamell. Die Kisten sind auf jeden Fall da mega voll, also ich kaufe eigentlich auch immer viel davon. Und wir entscheiden uns jetzt für den Karamelljoghurt und diese Sandwiches und die Wraps lassen wir nochmal für jemand anderen da. Unsere Lieblingsabteilung, würde ich sagen, oder? Und hier stehen auch perfekt zwei Getränke, wir haben nämlich noch gar nichts zu trinken. Ne? 50 Cent, geht mega fit. Und einen Tipp habe ich natürlich noch für euch. Be happy. Was mir gerade noch aufgefallen ist, dass da ja auch noch Pfand drauf ist, also das ganze Getränk nur 25 Cent gekostet hat. Mega Schnapper. Und wie viel haben wir gespart? Aber wir haben nur 3,49 Euro für alles bezahlt. Wir haben uns jetzt hier ein schönes, schattiges Plätzchen gesucht und ich würde sagen, wir probieren erstmal und stoßen erstmal auf den reduzierten Tag an, oder? Das Gute an dieser Challenge ist, dass man einfach auch mal Sachen isst und probiert, die man sonst, glaube ich, niemals probieren würde, oder? Maurice findet das Getränk so eklig. Hey Leute, ich mag so schon nicht gerne Bitter Lemon, aber das ist wirklich bitter, bitter, bitter Lemon. Ich muss probier noch einen Schluck. Ich will deine Reaktion für euch haben. Alter, dieser Geschmack. Ich kann mir schon vorstellen, warum das reduziert war. Ich glaube, das kommt nicht so gut an. Ich brauche auf jeden Fall was für einen anderen Geschmack. Ich hoffe, dieses reduzierte Brot schmeckt. Hey, normal schmeckt das. Ich mach's voll falsch auf, oder? Optimal. Also es sieht auf jeden Fall lecker aus. Ja, mega fresh. Prost. Ah, unnormal lecker. Ja? Mhm. Und, schmeckt es dir? Mhm. Mega nice. 50 Cent kostet ja dann sozusagen eins. Ganz ehrlich, man sollte wirklich mal überlegen, ob man wirklich erst immer sowas kauft, anstatt irgendwas, was noch nicht reduziert ist. Finde ich eigentlich mega gut. So Leute, mittlerweile ist es 19 Uhr. Wir haben auch langsam wieder ein bisschen Hunger und das passt sich ganz gut, denn jetzt ist es Zeit, um unsere Überraschungstüte abzuholen. Und da gehen wir jetzt erstmal hin. Die räumen auf jeden Fall schon ihre Sachen ein, deswegen sollten wir uns mal ein bisschen beeilen. Das hat sich gerimt. Yeah, Rap King. So, man muss jetzt hier seinen Beleg entwerten. So, und jetzt wird die, glaube ich, ready gemacht und dann haben wir was zu essen für 3 Euro. Mal sehen, wie viel das ist. Maurice, gemeinsam retten wir Essen. Ist das nicht toll? Ja. Wie sehr freust du dich? Mal gucken. Die packen das jetzt gerade zusammen und ich bin sehr gespannt, wie viel das sein wird. Maurice, wir haben gerade Essen für eine ganze Fußballmannschaft bekommen. Gut. Für 3 fucking Euro. Ich komme nicht auf mein Leben klar. Oh, ich nehme auf jeden Fall dieses Chickenbrötchen. Also das ist doch krank, oder? Ja. Hier ja. Sind Brote dabei. Wir können das morgen alles noch essen. Morgen ist Sonntag. Wie perfekt. Ja, lass mal reinhauen, oder? Ja, safe. Alter. Die sind sogar noch warm. Wäre übel schade, wenn die es weggeschmissen hätten, ne? Ja, mega. Und 3 Euro, das ist ja nichts. Ich hätte für einen Teil 3 Euro bezahlt sonst. Ich dachte erst, okay, vielleicht werden wir nicht satt. Also jetzt bin ich ein bisschen anderer Meinung, muss ich sagen. Ich glaube, wir müssen gleich noch alle Freunde zusammenrufen und das mit denen teilen. Aber ich würde sagen, wir probieren erstmal ein bisschen was. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber es ist auf jeden Fall noch warm. Es ist so lecker. Also es wäre so schade, wenn das weggekommen wäre. Also gönn dir guten Hunger für 3 Euro. Es kostet 1 so 20 Cent vielleicht. Wir genießen jetzt gerade unser Abendbrot in vollen Zügen.
Ich mag Züge. Dieser Tag war wirklich unerwartet richtig, richtig gut. Also ihr solltet wirklich mal darauf achten, einfach mal Reduziertes zu kaufen, damit es nicht weggeschmissen wird, weil es sich einfach mega lohnt. Also das zum Schluss eben war nochmal wirklich die Krönung. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir so viel Essen bekommen, dass wir noch retten konnten. Ich meine, wir können es jetzt an Freunde, Familie, an jeden verteilen so. Möchte irgendjemand essen? So, ihr könnt es gerne nehmen. Das ist so krass. Achtet auf jeden Fall auch mal drauf. Für morgen haben wir auf jeden Fall noch genug zu essen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Abonniert auf jeden Fall diesen Channel. Und Save the Environment. Schöne Grüße geht natürlich noch raus an Cynthia Borm. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ihr seid die coolsten YouTuber. Hashtag ich bin ein Karamellwaffel. Hashtag Mascara Maurice. Hashtag Mani Maurice. Hashtag Karamellas Milchshake. Damit beenden wir das Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.